Hallo und herzlich willkommen zum achten und damit auch schon wieder letzten Part von Mario Kart Zero, einem weiteren Mario Kart DS Hack. Die haben ja immer in der Regel 8 Parts, zumindest wenn alle Cups ersetzt wurden. Und das ist ja hier der Fall. Und ja, auf den Hack fokussieren wir uns aber gar nicht so krass, denn ich beantworte ja nebenher eure Fragen von Telonym in meinem Format Hashtag Manonym. Und deshalb würde ich auch sagen, noch ein letztes Mal geht's hier rein in einen Cup. Und zwar in den Blitzcup. Da würde ich sagen, let's go. Und wir legen auch los mit der ersten Frage. Ist natürlich ganz klar. Und ja, okay. Das ist ein bisschen eine Fun-Frage, aber ist in Ordnung. Ich beantworte sie trotzdem. Beziehungsweise nicht direkt. Und zwar hat jemand gefragt, was ist der beste Witz, den du je gehört hast? Keine Ahnung, ich habe schon sehr viele Witze gehört. Ja, also ich weiß nicht, was der beste Witz war, den ich je gehört habe. Aber ich weiß, dass er von mir war. So, Eigenlob stinkt. Und deshalb wäre das an der Stelle auch abgehakt. Und damit können wir zur nächsten Frage weitergehen. Und zwar hat jemand gefragt, würdest du sagen, dass du intelligent bist? Und ja, also im ersten Moment so... Also ich würde sagen, ja, klingt im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, bisschen selbstverliebt. Ich weiß es nicht, ob es so klingt. Aber ich sag mal so, also ich bin natürlich bei weitem nicht der intelligenteste Mensch, den es gibt oder so. Das auf gar keinen Fall, ne? Es gibt so viele viel intelligentere Menschen als mich, ne? Das muss man natürlich hier auch dazu sagen. Ne, aber auf der anderen Seite gibt es noch viel mehr ultra dumme Menschen. Deshalb, Alter, warum piepst denn der Heck hier jetzt so rum? Alter, aua, es tut mir leid, Leute. Boah, ich hoffe, das ist im Video nicht zu laut. Also, boah, also für mich ist es wahrscheinlich noch mal viel lauter als für euch. Ja. Aber es, also die Masse an viel dümmeren Menschen als ich, also die ist deutlich größer, würde ich sagen. Deshalb, also einigermaßen intelligent bin ich schon. Ich weiß schon einige Sachen. Aber ja, bei weitem halt nicht alles. Ne? Trotzdem kann ich, denke ich, sagen, dass ich ein einigermaßen intelligenter Mensch bin. Das glaube ich schon. Und ja gut, die nächste Frage ist, glaube ich, auch wieder eine Fun-Frage. Und zwar hat jemand gefragt, zuerst Müsli oder Milch in die Schale? Also ich glaube, das ist auch wieder eine Frage, die sich von selbst beantwortet. Das ist genauso wie Meinung zu Mobbing. So, das beantwortet sich von selber. So, natürlich kommt zuerst das Müsli in die Schale. Und wer was anderes sagt, dessen Meinung ist ja objektiv einfach falsch. Ist genauso, wie wenn man Mobbing gut findet. So, das ist ja auch objektiv falsch. Deshalb, ja, natürlich zuerst Müsli und dann die Milch drüber. So, ist ja wohl ganz klar. Also, da brauchen wir ja gar nicht länger drüber reden. ja. Aber über die nächste Frage können wir ein bisschen mehr reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mich hat jemand gefragt, eher Meer oder Berge? Also wahrscheinlich, was ich einfach lieber mag. Und ich sag mal so, also ich habe mehr, ja doch, ich habe eigentlich mehr Zeit am Meer, glaube ich, schon verbracht als in den Bergen. Deshalb habe ich vom Meer natürlich positivere Einblicke als von den Bergen, würde ich schon sagen, ne? Und übrigens, also sorry, wirklich sorry für den Sound heute vom Hack. Das ist, also, das tut mir ultra leid, ne? Ich will es nur ganz kurz ansprechen. Nicht, dass ihr denkt, ich merke das nicht. Aber das ist der Hack.
Also beschwert euch bei den Hackern und nicht bei mir. Alter. Ja, also früher würde ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, ja, ganz klar mehr. Aber mittlerweile wäre ich, glaube ich, auch dazu bereit, mal ein bisschen mehr in den Bergen auch zu machen. Weil mittlerweile bin ich auch mehr, sage ich mal, bisschen mehr so jemand, der auch Lust hat, mal zu laufen. Und ich kann mir definitiv auch besser vorstellen, mal zu wandern oder ein bisschen zu klettern, als jetzt früher zum Beispiel. Weiß ich nicht, ne? Müsste ich einfach mal ja, bisschen mehr ausprobieren. Aber mehr ist natürlich auch schön, ne? So ein bisschen entspannen, bisschen am Strand liegen, bisschen rumplanschen und so auf den weiten Horizont hinausblicken ist natürlich auch sehr geil, ne? Deshalb, also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ganz klar mehr, aber mittlerweile ist es, glaube ich, ein weder noch, glaube ich, ne? Aber wie gesagt, ich müsste mich einfach mal mehr in den Bergen ausprobieren. Da habe ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrungen gemacht. Sagen wir so, ja, oder Erlebnisse. Na, ja, ich glaube, Erlebnisse trifft es da besser. Ja, dann die nächste Frage ist, findest du, es gibt schlechte Seiten bei der Liebe? Da muss ich natürlich kurz nachdenken, aber so eine Sache, die mir jetzt ziemlich schnell in den Kopf geschossen gekommen ist, ist Eifersucht. Aber oder sagen wir zu viel Eifersucht. Na? Also ich glaube, bisschen Eifersucht ist ja normal so in der Liebe. Aber es gibt auch sehr viele Leute, bei denen Eifersucht schon krankhaft ist, wirklich. Und ich glaube, das wäre so eine Sache. Wenn zu viel Eifersucht ist, dann wäre das eine schlechte Seite oder eine schlechte Sache bei der Liebe. Und ansonsten weiß ich nicht, ne? Im Endeffekt, manchmal entscheidet man halt in der Liebe nicht so logisch, sondern mehr emotional. Aber das finde ich ist auch nicht eine schlechte Sache. Weil ich finde, emotionale Entscheidungen finde ich generell besser. Also mit oder ohne Liebe finde ich emotionale Entscheidungen besser als logische Entscheidungen in vielen Fällen. Na? Deshalb, ja. Also Eifersucht ist so ein Punkt, der mir einfällt. Aber sonst so. Natürlich Fremdgehen wäre so eine Sache, das wäre auch eine schlechte Sache, aber ist es dann noch wirklich Liebe? Na, ich weiß es nicht. Oder Liebeskummer kann man auch als schlecht bezeichnen. So. Na, weil das ist ja auch keine schöne Sache, denke ich mal. Solche Sachen würde ich da auflisten, aber da habe ich selber jetzt auch nicht so viel Ahnung davon. Na. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es da sonst so viel mehr Sachen gibt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich so die Hauptsachen wahrscheinlich schon, ne? Würde ich schon denken, ne? Und ja gut, eine Strecke haben wir noch. Ich wollte gerade fragen, aber eine Strecke haben wir noch, okay? Ja, die nächste Frage ist, welcher war der entspannteste Ort, an dem du warst? Da wären wir übrigens wieder beim Thema Meer, weil also ich schwärme ja gerne davon. Von meinem Urlaub aus 2019. Bester Urlaub, den ich je gemacht habe. Und da wird es auch schwierig sein, dran zu kommen, sage ich mal. Und zwar war ich ja mit meinen Eltern als Abschlussgeschenk quasi zu meinem Realschulabschluss damals. Haben sie mir ja als Abschlussgeschenk einen Urlaub in Rosolina Mare geschenkt quasi, ne? Muss man ja wirklich so sagen. Und ich finde also Rosolina Mare, so das war wirklich ein sehr schöner Ort. Also direkt mit Meer auch direkt dort. Aber auch ein sehr entspannter Ort. Und ist wahrscheinlich schon der entspannteste Ort, an dem ich je war. So, das war schon eine geile Zeit.
Ansonsten könnte man natürlich so Orte nennen wie jetzt eine Sauna oder sowas oder boah, wie hießen das? Da gab es noch mal so was Ähnliches. Das war in so einem Schwimmbad. Da gab es mal so eine, ich weiß nicht wie hieß, die Duftgrotte oder so. Ich weiß es nicht. Das war im Endeffekt auch so ähnlich wie eine Sauna. Mit dem Unterschied, dass da halt noch so Heilöl versprüht wurde quasi in diesem Raum drin. Es war auch sehr entspannend, ne? Hat auch gut getan, sag ich mal. Auch fürs Asthma zum Beispiel war das ganz gut. Ich glaube, das sind so die entspanntesten Orte, an denen ich war. Aber jetzt auch schon lang nicht mehr, ne? Jetzt auch schon lang nicht mehr. Ich hoffe, nächstes Jahr kann ich mal wieder ein bisschen mehr Sachen machen. Da hätte ich schon Bock drauf, aber ganz ehrlich, wer nicht, ne? Wer nicht? Ich glaube, die letzten zwei Jahre, die haben uns alle ein bisschen sehr mitgenommen, ne? Sag ich mal. Aber naja, that's just how it is. Ja gut, und ich glaube, die Frage können wir auch noch reinpacken. Und zwar, findest du AirPods besser oder normale Kopfhörer? Ich glaube, AirPods, die sind ja, glaube ich, Apple-exklusiv, also so die richtigen AirPods. Ja, ich kann sagen, manchmal mag ich Kabel, also ich beziehe es jetzt allgemein auf kabellose Kopfhörer und Kopfhörer mit Kabeln, so. Ja, manchmal benutze ich welche mit Kabeln und manchmal welche ohne. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich einen Favoriten, aber ich denke, das ist in Ordnung. Und ja, damit war es das, glaube ich, vom Projekt, so wie es aussieht, ne? Ja, genau. Also das war der letzte Cup mit den letzten Fragen, den letzten Strecken. Und ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen. Ich muss mal gucken, wie es jetzt in nächster Zeit weitergehen wird mit Mario Kart DS Hex. In letzter Zeit habe ich die ja sehr viel gezockt, weil ich auch immer noch Hex hatte, die ich zeigen konnte, die ich einigermaßen zeigenswert fand. Aber ich muss sagen, so zumindest das, was ich gesehen habe, gibt's glaube ich nur noch solche ultra langweiligen, unnötigen Hacks wie Mario Kart Wii DS Edition oder Mario Kart DS N64 Circuit oder Mario Kart DS GameCube Grand Prix oder irgendwie so heißen diese Hacks, wo einfach im Endeffekt von einer Konsole alle Strecken genommen werden und in Mario Kart DS geschmissen werden, wo ich mir halt denke, ja, dann kann ich auch das Original zocken. So. Dann brauche ich nicht einen Mario Kart DS-Hack dafür. Aber mal gucken. Also, falls ich noch irgendeinen einigermaßen interessanten Hack finden sollte, einen Mario Kart DS-Hack oder eine einzelne Custom-Strecke, dann wird es das natürlich auch wieder geben. Ansonsten, ihr könnt auch gerne Vorschläge schreiben oder natürlich auch eure Antworten auf die eine oder andere Frage, wenn ihr da selber Bock drauf habt, da auf etwas näher einzugehen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst ein letztes Mal Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.